Ja, ich widme diesen Film meinem Herzbruder Thomas, Tommy. Lieber Tommy, solltest du diesen Film dir anschauen, er ist dir gewidmet von Herzen. Henrik Rubisch hat sein Leben lang nur gearbeitet, hat immer funktioniert. Jetzt ist er Rentner und leidet an schweren Depressionen. Ich hatte so eine Antriebslosigkeit, dass ich zum Teil keine Lust hatte, mir die Zähne zu putzen oder in eine Wanne zu baden. Ja? Seit 19 Jahren arbeitet Arthur Hensch nun schon beim Optiker Fielmann. Er wollte immer gut in seinem Beruf sein, hat sich lange gegen die Diagnose gewehrt, hat gedacht, er würde es schon irgendwie schaffen. Doch jetzt geht es nicht mehr. Schlaflosigkeit, Übelkeit, Konzentrationsschwächen, wenn die sich immer wieder häufen und länger anhalten, da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Hensch sieht nur einen Ausweg, ein Jahr Auszeit. Ich habe den gesehen, das ist jetzt alles scheißegal. Entweder überlebe ich oder ich überlebe nicht. Henrik Rubisch wird von seinem Hausarzt in die Klinik geschickt. Hab natürlich gleich an Nervenarzt oder Nervenklinik, an sowas gedacht, ja. Beide Männer sind bereit, sich auf ihrem Weg durch die Depression über ein Jahr lang für diesen Film begleiten zu lassen. Bei ihrem Kampf zurück ins Leben. Alles rauslassen. Vertrauen, dass der Atem den häufig. Warum leiden immer mehr Männer an Depressionen? Und gibt es einen Weg raus aus dieser Krankheit? Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 2 Millionen Männer an einer Depression. Auch Henrik Rubisch, der zur Reha in der Ostseeklinik Damp ist. Er hat seit seinem 14. Lebensjahr stets gearbeitet. 2009 wurde seine Mutter schwer krank. Er zog zu ihr, ging in Frührente und pflegte sie bis kurz vor ihrem 104. Geburtstag. Als sie starb, blieb nur noch Leere. Es ging ihm Woche für Woche schlechter. Das ist meine erste Kur in meinem ganzen Leben. Bisher war ich nur zweimal krank. Einmal als Kind eine Lungenentzündung und in der Charité eine Schilddrüsenoperation. Das waren die immer ganzen, gearbeitet. Nee, das waren die ganzen Krankheiten, die ich bisher hatte. Und sonst nur gearbeitet. Also eigentlich sind Sie ein gesunder Mensch, kann man so sagen. Als Jüngerer habe ich auch viele Aktivitäten, viel unternommen und gemacht, ja. Aber das hat dann alles. Wurde dann schwieriger und schlechter. Nachgelassen. Fühlen Sie sich denn jetzt ernst genommen? Oder nehmen sich selbst ernst genug in ihre Erkrankung, wenn ich so sagen ja, kann? Ja, ich hatte mich, als ich mich eingekramt hatte, alleine gefühlt. Aber ich habe gemerkt, man will mir helfen. Ja, also Sie haben gesehen, wenn man... Waren einige, bloß man muss sich überwinden und selbst... Dazu auch was beitragen, dann klappt es. Es gibt schon klassische Auslöser. Oft hat es mit Verlust und Trennung zu tun. Ja, also zum Beispiel das Scheidung, verwitwet sein, Trennung von der Partnerin ist ein großer Auslöser. Ein Jobverlust und die Berentung natürlich, weil das ist ein Rollenwechsel im Leben. Ja? Gerade für jemanden, der vielleicht einen Job gemacht hat, der ihm Spaß gemacht hat und wo er eine Rolle hatte, eine wichtige Rolle. Wie viele Männer hat auch Henrik Rubisch sein Leiden nicht wahrhaben wollen. Hat Signale ignoriert, Ärzte gemieden. Obwohl es dem 72-Jährigen Woche für Woche schlechter ging, wurde seine Krankheit wie so oft nicht rechtzeitig erkannt. Das Erste, was wir ausprobieren wollen, ist das Rad. Ne? Sie steigen hier einfach mal drauf. Und dann gucken wir mal, ob es von der Höhe passt. Okay. So, genau. Erstmal. Im Ostseebad soll Rubisch zuallererst wieder in Bewegung kommen. So.
Ja, überwiegend die Zeit zu Hause verbracht, in der Wohnung. Selbst zum Einkaufen war mir zu viel. Die Wegstrecke, ja, man versackt in nichts. Schwermut und Antriebslosigkeit sind typische depressive Erscheinungen. Aber auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen. Physiotherapie lockert nicht nur die Muskeln, sondern setzt auch das Glückshormon Endorphin frei. Ich werde runtergezogen und wenn ich mich zwinge, jetzt aufrecht zu sein, dann wirkt das auch wieder umgekehrt auf das psychische System, ne? Soll aufhellend sein. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nur von der anderen Seite bekämpfen. Die wichtigste Voraussetzung, Henrik Rubesch muss selbst wieder aktiv werden, muss bereit sein, gegen seine Krankheit anzukämpfen. Ich hatte so eine Antriebslosigkeit, dass ich zum Teil keine Lust hatte, mir die Zähne zu putzen oder in der Wanne zu baden. Ja? Irgendwas hat sich dagegen gesträubt. Und deswegen habe ich mich in Behandlung begeben, um das umzukehren und wieder aktiv zu werden. Männer denken, sie müssen im Leistungsprinzip noch mal mehr standhalten. Männer denken, sie müssen maskulin sein, sie dürfen nicht scheitern, sie dürfen nicht schwach sein. Also typisch diese männlichen Kriterien, die sind immer noch vorhanden. Und deswegen ist es für Männer meistens schlimmer zu akzeptieren, Mensch, da ist doch etwas, was irgendwie nicht passt oder etwas Depressives. Dann zeigen es Männer auch anders. Das ist diese Verfälschung, also hinter Aggressivität, Feindseligkeit, hinter Suchtverhalten, Alkohol steckt auch immer wieder eine Depression. Diese Diagnose erklärt auch, warum die Zahlen für Depressivkranke seit Jahren dramatisch ansteigen. Das zeigt sich vor allem in den Frühberentungen. Waren es 1983 noch 8,6%, die aufgrund psychischer Erkrankungen, vorwiegend Depressionen, in Frührente gehen mussten, sind es heute knapp 43%, Tendenz weiter steigend. Kosten für die Volkswirtschaft 15,5 Milliarden Euro im Jahr. In diesem Wald bei Bad Oldesloe will der Fielmann-Angestellte Arthur Hensch das kommende Jahr in der Natur verbringen. Er will es auf eigene Faust schaffen, aus der Depression herauszufinden. Den Schäferwagen hat er sich gekauft. Jetzt lebt er von Ersparnissen, fernab der Zivilisation. Auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, den Zaun, den habe ich gemacht, um für Ordnung zu schaffen. War auch sicherlich so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist. Dann habe ich gesagt, nee, es ist einfach nur so dieses, ich muss was machen. Ich muss körperlich was machen. Wenn ich schon irgendwie nicht laufen kann oder Fahrrad fahre, dann muss ich was Körperliches machen. Und so habe ich mich abreagiert mit Stecker sammeln und aufbauen und einen Zaun zurecht machen. Das ist so eine Art auch gewisse Kreativität mit dabei gewesen. Und das ist so, ja, das befriedigt mich. Da denke ich, Menschenkinder, da hast du was gemacht. Im Wald hofft er wieder auf andere Gedanken zu kommen. Die ewige Grübelei, schlaflose Nächte, permanente Aggressionen. Eine Abwärtsspirale, die ihn an den Rand des Wahnsinns treibt. Das stimmt mit mir nicht, ja, wenn ich das wüsste. Also ich denke, ich habe ein großes Bedürfnis nach Ruhe. Morgens bin ich aufgewacht mit dem Gedanken, ach scheiße, schon wieder ein neuer Tag. Warum kannst du nicht einfach aufwachen und feststellen, du bist tot? Und mit diesem Gedanken bin ich dann zur Arbeit gegangen, habe gearbeitet, habe funktioniert und bin nach Hause gekommen und habe gedacht, ja, mach das Licht aus und wäre schön, wenn du tot bist. Der Wald gehört einem Kloster. Die Mönche haben Hensch erlaubt, hier zu wohnen. Wird er hier zurück ins Leben finden? Ganz auf sich allein gestellt?
Wer an Depressionen leidet, muss oft monatelang auf einen Klinikplatz warten. In Damp lernen die Patienten wieder für sich selbst zu sorgen. Für seine Mutter konnte Henrik Rubesch das 9 Jahre lang sehr gut. Seit ihrem Tod lebt er aus Dosen. Für die habe ich jeden Tag frisches Obst, alles eingekauft und so. Und da ging es mir noch halbwegs einigermaßen. Aber nachher zum Schluss, da war die Sicherung durchgebrannt. Da war nichts mehr, nachdem sie dann verstorben war im Krankenhaus. Ja. Da hatte ich mich auch so halbwegs aufgegeben, fallen lassen und wollte nichts mehr von allem wissen. Raus aus der Isolation. Mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, zum Beispiel beim Kochen. Eine Erfahrung, die für Henrik Rubesch Jahre zurückliegt. Und, damit das nachher ein bisschen Mayonnaise-ähnlich aussieht, Kurkuma. Das muss alles noch rein. Paprikapulver, Salz und Senf. Und die Zwiebel soll auch gerieben werden. Senf steht da vorne. Paprikapulver. Und schön mit dem Mixer aufschlagen. Ja, ich schon mal in die Mixer-Sachen wieder. Genau. Doch, denke ich mal. Henrik Rubesch lebt allein. Seine Mutter war die einzige Angehörige, um die er sich kümmern konnte. Gerade für ältere Männer wird die Einsamkeit oft zum Problem. Jeder träumt davon, eine Familie zu haben und glücklich zu sein. Das ist eigentlich der Wunsch von jedem. Wenn das manchmal dann schief geht oder nicht klappt. Man denkt dann, wenn du so weitermachst und das so weitergeht, dann verkommst du. Dann landest du noch auf der Straße. Wird der Rentner hier in der Klinik lernen, sein Leben alleine zu meistern? Im Travetal kämpft Arthur Hensch mit dunklen Gedanken. War es richtig, auf eigene Faust auszusteigen? Ich schäme mich, weil ich halt nicht im Leben stehe, weil ich mich so klein fühle, weil ich mich minderwertig fühle, weil mich andere nicht ernst nehmen, weil ich funktionieren muss und Angst habe, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Warum soll man nicht sagen, okay, dann, wenn ich keinen Sinn im Leben finde, was soll ich dann noch hier? Warum habe ich nicht das Recht zu entscheiden, mir das Leben zu beenden? Der Tod wäre sicherlich eine Erlösung aus der Depression. Beinahe jede Stunde wird in Deutschland aus diesem traurigen Gedanken eine tödliche Tatsache. 2015 nahmen sich durchschnittlich 20 Männer am Tag das Leben, meistens aufgrund von Depressionen. Das sind 140 in der Woche. Mehr als 7.300 Männer im Jahr. Dreimal so viele wie Verkehrstote. Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Suizidversuche noch um ein Zehnfaches höher. Arthur Hensch hat sich für das Leben entschieden und sucht dafür Zuflucht im Wald. Denn da draußen war ihm alles zu viel. Die ständige Erreichbarkeit, die Reizüberflutungen, der Druck, die Kunden und Kollegen. Am Ende lagen seine Nerven blank. Hensch fühlte sich minderwertig und nutzlos. Auch das sind Zeichen einer Depression. Jede Lärmquelle, die von außen kam, hat mich genervt. Und ich habe dann auch schon keine Musik mehr gehört, weil alles nur gereizt war. Die ganzen Sinne waren gereizt. Alles, was ich gemacht habe, war nicht gut genug. Auf die Wohnung sauber gemacht, das war nicht genug sauber und da war ein Faltenwurf und ich habe den nicht weggekriegt und dann bin ich auch die Wände hochgegangen. Da war ich echt böse mir selbst gegenüber. Und jetzt die Kehrseite, sowas Minimalistisches, wie ich das jetzt mache, ich kann auch mal sagen, ich lasse das mal jetzt sein. Ob das Bett jetzt wie das gefaltet ist oder so, ist das so scheißegal. Statt Smartphone und Internet, Lektüre und Tagebücher. Der 55-Jährige schreibt sich seine Traurigkeit von der Seele. Dabei lernt er sich selbst immer besser kennen. Ich wollte ja immer irgendwie gute Arbeit machen. Ich wollte ja Anerkennung haben durch gute Arbeit, zuverlässig sein, Pflichterfüllung, Pflichtbewusstsein. Und das hat mich letztendlich dann auch in die Krise gebracht, weil ich ja deren Erwartungen nicht erfüllt habe. Und ich habe nicht gefragt, was sind denn meine Erwartungen? Und wenn ich halt meine eigenen Wünsche
geäußert habe, dann hieß das immer, was bist du denn für ein Träumer oder ein Traumtänzer? Du bist ja gar nicht realistisch, das muss so und so. Also haben andere Leute mir die Welt erklärt oder die Sicht auf die Welt aufgezeigt und ich habe gedacht, naja, okay, ich bin halt eben nur ein kleiner Mensch, ein kleiner Wicht und dem muss die Welt funktioniert dann so, wie die anderen das sagen. Auch gerade wenn es Erwachsene waren, im Kindesalter wurde mir das so erklärt und ich habe es kritiklos geglaubt. Hilfe auf seinem Genesungsweg findet Arthur Hensch im nahegelegenen Benediktinerkloster Nützschau. Im Haus Raphael bietet der Bruder Josef Männern einen Rückzugsraum an. Dieses Haus ist ein Haus für Männer. Männer, die Probleme haben, Männer, die auf der Suche sind, Männer, die Burnout-Problematik haben mit depressiven Elementen. Im Moment Thema bei ihnen ist, die können hier für eine kürzere oder längere Zeit eine Auszeit nehmen und mit Gesprächen und Begleitung von mir ihre Themen ansprechen, vielleicht gemeinsam Wege finden, die für sie wieder ins Leben hineinführen oder ganz neu ins Leben führen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Bruder Josef ist einer von 18 Benediktinermönchen, die in Nützschau leben und arbeiten. Mit ihrer Erlaubnis durfte Arthur Hensch seinen Schäferwagen im nahen Klosterwald aufstellen und sich dorthin zurückziehen. Eine Familie hat Arthur Hensch nicht. Seine letzte Beziehung ist Jahre her. Er sucht Hilfe im Kloster und findet in Bruder Josef einen professionellen Seelsorger, den er mehrmals wöchentlich aufsucht. Ich habe immer eine gewisse Art von Traurigkeit. Auch eine Wut, die sich unterschwellig immer wieder hochkommt. Und eigentlich ja nur ein Kopfschütteln. Ne? Das ist, wie konnte das so weit kommen? Wie gehst du mit Wut um, mit dieser Wut um? Eine Zeit lang habe ich die Wut abgelaufen. Ich habe dann also fast tagtäglich immer 10 Kilometer gelaufen. Mittlerweile geht das nicht mehr so. Am liebsten würde ich immer schreien. Und letztendlich bin ich immer auch im Verkehr mit anderen Menschen auch immer laut. Depressive Frauen werden meistens trübsinnig. Männer hingegen eher aggressiv und jähzornig. Ihre Frustration wächst stetig. Und es fällt ihnen schwerer als Frauen, die Krankheit zu akzeptieren und darüber zu sprechen. Wertfrei zuhören ist ein ganz wichtiger Teil dieser Arbeit. Ich bewerte nichts. Ich sage nicht, das ist richtig, das ist falsch, da ist er gut, da ist er schlecht, da ist er krank, da ist er gesund, sondern ich bewerte erstmal nichts. So ist dieser Mensch und so ist Arthur, wenn er hier zu mir kommt. Dass bei ihm etwas aus dem Ruder läuft, ahnte auch Henrik Rubisch. Aber eine Depression? Ist er denn verrückt geworden? Zuerst hatte ich überhaupt keine Vorstellung von solchen Einrichtungen. Da kam ich mit einem Psychiater mit dem Begriff zum ersten Mal in mein Leben in Kontakt und habe natürlich gleich an Nervenarzt oder Nervenklinik, an sowas gedacht, ja. Wie viele Männer glaubte auch Henrik Rubisch, dass seine Erkrankung rein psychisch ist. Dabei hat Depression auch immer eine biologische Ursache, häufig eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Das ist nicht immer leicht zu verstehen. Da hat sich irgendeine Sache körperlich oder seelisch aufgebaut, die jemand die ganze körperliche Kraft oder Energie oder sonst beraubt, ja, und den dann krank macht. So würde ich das sehen. Das schreckt mich auch, dass man körperliche Depression hat. In Damp kommt der 72-Jährige endlich wieder mit anderen Menschen in Kontakt. Hilft ihm das, aus seiner schweren Depression herauszufinden? Wenn das Bein nach hinten geht, gehen die Arme nach vorne.
bin eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch, kann mich allem anpassen. Also ich habe keine Probleme und Schwierigkeiten gehabt. Das hat mich sogar gefreut, Leute hier kennenzulernen, die man sonst nie begegnet ist. Wäre. Und zum Abschluss noch mal auf den Fersen gehen. Und wissen Sie was? Sie haben es geschafft. Auch im Kloster Nützschau heißt das Rezept Begegnung und Bewegung. Nimm einfach wahr, wie du liegst. Nimm wahr, wie du getragen wirst. Getragen von dem Boden hier im Raum. Viele Männer sehnen sich danach, von ihrem Vater umarmt zu werden, also wirklich geliebt umarmt zu werden, von einem Freund mal im Arm genommen zu werden. Und das hat nichts mit Homosexualität oder so zu tun. Also nicht, dass es das schlimm ist, wenn zwei Männer sich auch auf dieser Ebene berühren. Aber die Sehnsucht nach Berührung ist eine Grundsehnsucht des Menschen. Der Mensch will berührt werden, alles rauslassen. Vertrauen, dass der Atem dir neu geschenkt wird. Tief einatmen und tief ausatmen. Was ich mir verspreche, weiß ich so gar nicht. Kann ich gar nicht in Worte fassen. Sondern es ist eher so die Hoffnung, dass sich etwas bessert, dass sich etwas ändert vor allen Dingen. Und wenn es halt eben die Lebenseinstellung ist oder auch Lebensmut zu finden, eine Perspektive zu bekommen, dann, ja, und das scheint sich auch zu erfüllen, weil ich auch hier einen Raum gefunden habe, in dem ich mich anvertrauen kann. Männern scheint es grundsätzlich leichter zu fallen, über Aktivität ins Gespräch zu kommen. Deshalb bietet Bruder Josef meditatives Bogenschießen an. Nur für Männer. Ich sage immer, der Bogen lügt dich nicht an. Der erzählt genau, was dran ist. Ob du aufgeregt bist, ob du bei dir selber bist, ob du im Gleichgewicht bist, ob du Ängste hast, all das nimmt der Bogen wahr und reagiert dann in der Art, wie der Schuss ist. Der Bogen hilft den Männern dabei, sich selbst besser kennenzulernen. Darüber findet man ins Gespräch. Auch Arthur Hensch lernt im Kloster über Stress und seine innere Anspannung zu sprechen und seinen Körper wahrzunehmen. Das ist ganz wichtig, dass du immer in deinem Atem bleibst. Wie gesagt, im Ausatmen, das sagte ich ja schon. Und wenn du dann anhältst, dann bist du ja auch unter Spannung. Immer wenn wir Atmen anhalten, gehen wir entspannt. Ist auch Spannung da, sondern den Fluss, diese Bewegung, wie die Sehne, die ist und ich lasse los. Und hier atmen. Immer im Bauch, im Hara. Beim meditativen Bogenschießen geht es nicht darum, typisch männlich, das Ziel zu treffen oder der Beste zu sein. Es geht ums Loslassen. Das ist sicherlich eine neue Lebenserfahrung, auch hier auf Männer zu treffen, denen man sich anvertrauen kann. Wir können Situationen besprechen. Teilweise sind bestimmte Lebensabschnitte sehr ähnlich. Und jeder kann seine Erfahrungen austauschen, was auch so den Leidensdruck etwas mindert. Weil ich denn nicht so alleine fühle. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig erforscht seit 10 Jahren die Erkrankung. Denn obwohl die Krankheit weit verbreitet ist, weiß man noch immer recht wenig über sie. Die Stiftung untersucht unter anderem, ob sich über eine Messung der Hirnfunktion eine Depression zeigen lässt. Michael Brennecke ist Patient in der Klinik. Seine Depression wird gewissermaßen vermessen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Thomas. Hallo, Brennecke. Wir leiten heute das EEG ab. Und im EEG kann man die Hirnströme messen, vor allem die Ströme, die die Hirnrinde produziert. Man kann sagen, es ist fast wie die Melodie der Hirnrinde. Und da kann man einiges erkennen, zum Beispiel, ob es Epilepsie gibt oder auch, wie die Wachheitregulation ist. Und die Depression, mit der haben Sie ja zu kämpfen, da ist die Wachheit immer so hochgestellt. Man kommt gar nicht runter, man kann nicht entspannen, man schläft schlecht ein. Und das kann man sich im EEG gut angucken. Ziel des Projektes ist es, Unterschiede bei verschiedenen Erkrankungen wie Depression, Manie oder ADHS zu erforschen
um deren Ursachen besser zu verstehen. Die Wissenschaftler wollen prüfen, ob man mit Hilfe des EEG die antidepressive Behandlung verbessern kann. Anhand dieser Alphawellen, ob die da sind oder nicht, kann man unter anderem neben anderen EEG-Zeichen erkennen, wie hellwach, entspannt, dösig der Mensch in diesem Augenblick ist. Und bei Depressiven stellt man immer wieder fest, dass sie hier ein ganz stabiles Muster haben. Das heißt, das Alpha verschwindet nicht. Das ist ein Stress für den gesamten Körper und man sieht überall Veränderungen. Die Stresshormone sind aus dem Gleichgewicht. Man findet einen erhöhten Herzschlag, die Leute schwitzen mehr, die kommen nicht zur Ruhe, können nicht einschlafen. Depression wird noch immer unterschätzt oder falsch behandelt, mit drastischen Folgen für den Betroffenen. Wenn man die Diagnose Depression hat, dann ist die Lebenserwartung um 10 Jahre im Schnitt reduziert. Und nicht nur wegen der Suizidgefährdung, sondern auch, weil es Stress für den ganzen Körper ist. Das heißt, das Risiko, einen Herzinfarkt zu kriegen oder der Verlauf von Diabetes oder andere Erkrankungen wird negativ beeinflusst und das Risiko wird erhöht. Der Depressionsforscher Ulrich Hegal versucht, mit diversen Studien der Krankheit auf die Schliche zu kommen. Er hofft, über den Schlaf-Wach-Rhythmus mehr Aufschluss über die Depression zu gewinnen. Schlafentzug kann erstaunlicherweise hier helfen, weil sie eben dieser Daueranspannung entgegenwirkt. Durch Schlafentzug werden schlaffördernde Mechanismen im Gehirn gestärkt, weil einfach ein Schlafdruck entsteht. Und das ist etwas, was bei einigen hilft, dass die Depression vorübergehend zumindest abklingt. Es gibt diverse Wege aus der Depression. Der eine Mensch muss wieder aktiv werden, der andere dringend zur Ruhe kommen. Ein halbes Jahr ist inzwischen vergangen, seitdem Arthur Hensch in den Wald gezogen ist. Ich erfahre gewisse Fortschritte, aber ich habe auch Rückschläge. Wobei diese Rückschläge nicht mehr so wehtun. Ja? Wenn die Abgründe früher abgrundtief waren, dann sind sie heute manchmal sogar nur pfützenflach. Ja, das ist generell so, dass irgendwie, wenn man eine Krise durchgemacht hat, sind bestimmte Dinge dann nicht mehr so kritisch. Ich nehme meine Angst an die Hand, aber vielleicht vorsichtig. Man schont seine Kräfte, teilt die Kräfte ab. Ich habe ja in dieser Depressionsphase überhaupt nichts wahrgenommen. Und in der Natur habe ich das angefangen, dass da was ist. Und selbst wenn ich angefangen habe zu frieren, dass ich gemerkt habe, ach, ich lebe ja, da ist irgendwas, was da wie hungert, wieder warm zu werden. Auch die Hoffnung kehrt langsam zurück. Dass alles gut wird. Das war für mich immer eine Floskel. Oder es gibt immer einen Ausweg, ist auch so eine Floskel. Und scheiße, das stimmt. Das heißt, ich habe so etwas erlebt, dass es einen Ausweg gibt, dass es immer eine Lösung gibt. Das habe ich erfahren. Und das ist ein Geschenk für mich, zu sagen, was soll denn passieren, wenn ich jetzt in den Alltag wieder zurückgehe, in die Zivilisation? Hensch fühlt sich gestärkt. Reicht das, um auch wieder im Berufsleben Fuß zu fassen? Für Henrik Rubisch ist in der Reha-Klinik Damp die letzte Woche angebrochen. Physiotherapie. Hier lernt der Rentner, was er daheim in Berlin in Eigenregie fortsetzen soll. Die Kur ist nur ein Anstoß. Das darf wohl ein bisschen stauben hier im Wasser. Ne? Ich war anfangs genauso der Auffassung, man kommt in der Reha-Klinik, rehabilitiert, man wird wieder hergestellt. Aber dann habe ich gesehen, dass es in 4 Wochen, 3, 4 Wochen nicht zu bewerkstelligen ist. Ja. Also dass es doch länger geht oder Anschlussbehandlungen noch sein müssen. Ja. Das muss immer zu Hause in irgendeiner Form weitergeführt werden. Und das ist immer so, dass man halt versucht rauszukriegen, wo ist das, was Spaß macht. Ne? Weil das hat mehr Potenzial gemacht zu werden. Ne? Aber super ist schon mal der Reha-Sport. Ne? Der Reha-Sport und vielleicht noch mit Schwimmen im Hallenbad. Die 2 Sachen werde ich schon noch hinkriegen. Die Motivation scheint geweckt. Vor ein paar Wochen hat Arthur Hensch jemanden kennengelernt. Die Pastorin Susanne Kaiser.
Sie war zur Fortbildung im Kloster Nützschau. Dass er unter einer Depression leidet, hat er ihr recht schnell offenbart. Die 45-Jährige schreckt das nicht ab. Ganz im Gegenteil. Aber von Rettung will sie nicht sprechen. Es kann schon manchmal Momente geben, wo ich denke, kannst du nicht von meiner Energie profitieren? Oder kannst du von meiner Fröhlichkeit profitieren? Oder so. Und dass ich gleichzeitig pfeife ich mich da selber auch zurück, wenn ich so einen Gedanken habe, dass ich eben denke, so funktioniert es nicht. Ich kann nicht bei ihm etwas kompensieren, genauso wenig wie er bei mir etwas kompensieren kann. Aber hier, die sind bald so weit, ne? Seine Freundin tut ihm jetzt besonders gut. Das war für mich eine neue Erfahrung, dass jemand mir als Gesprächspartner so zur Verfügung steht. Solche Gespräche habe ich mit Frauen und mit Männern nicht gehabt. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass ich halt eben gesagt habe, okay, ich will mit Susanne näher in Kontakt sein. Und wenn es halt eine Beziehung wird, dann ist es auch gut. Dann soll das jetzt so sein. Also wir haben manchmal zueinander gesagt, wir wären wahrscheinlich kein Paar geworden, wenn wir uns 5 Jahre eher begegnet wären. Ja, das kann man so sagen, ja. Ja. Dennoch hat Hensch Angst vor Ablehnung. Wie reagiert jemand, den man gerade kennenlernt, auf so schwere Themen wie Suizidgedanken? Ich habe das erwähnt zu Anfang, auch sicherlich, um Susanne zu signalisieren, pass auf, auf wen du dich da einlässt. Mhm. Na, wenn ich jetzt etwas vorgebe, dann kann das ein Trugbild sein. Und in diesem Falle habe ich gedacht, ich sag mal, was alles mal vorher war, sprich auch eine Suizidgefahr innerhalb dieser Dunkelzeitphase. Und auch zu signalisieren, willst du denn so einen Mann näher kennenlernen oder nicht? Hm. Und in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr diese Todessehnsucht, sondern ganz im Gegenteil. Der letzte Tag in der Ostseeklinik Damp. Bevor es zurück nach Berlin geht, genießt Henrik Rubesch noch einmal das Beisammensein mit seinen neuen Bekannten im Rauchereck. Wie es weitergeht, soll die Abschlussvisite klären. Guten Morgen, Frau Futter. So, guten Morgen, Herr Rubesch, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Da sind Sie jetzt zum Abschlussgespräch. Genau. Jetzt haben Sie den Antrieb, kann man das sagen, dass Sie jetzt... Also sagen wir mal, der Motor ist erstmal angesprochen. Ja, sehr jetzt, gut. Jetzt sehr gut. Muss ich auf Gaspedal drücken. Das ist die Sache. Mhm. Was bewegt Sie jetzt? Problem jetzt, wie es im Leben so ist. Man sieht sich, lernt sich kennen und sagt sich auf Wiedersehen. Sie sind auch traurig, dass Sie jetzt gehen? Eigentlich schon. Also die Zeit ist zu schnell vergangen. Ja. Hm. Ja, das spürt man, dass Sie jetzt da auch bewegt sind, ja. Weil Sie gute Erfahrungen gemacht haben, auch mit anderen angenehme, Menschen. Ne? Angenehme Erfahrungen, ja. Aber vielleicht ist es gut, dass Sie davon was mitnehmen können, in sich tragen können und auch die Erfahrung gemacht haben, dass Sie gute Erfahrungen machen können und das auch so weitergehen kann. Jetzt muss er selbst das Gaspedal drücken, ja, und zwar im richtigen Tempo, dass er das jetzt nutzt und guckt, dass er weitermacht. Und ich traue ihm zu, dass er das schafft. Aber das ist jetzt die Aufgabe, die dann wir nicht mehr übernehmen können, sondern die Patienten selbst übernehmen müssen. Selbstfürsorge. Darauf wird es in den kommenden Wochen ankommen. Optimismus habe ich. Zumindest die Motivation und den Antrieb, was bewegen zu wollen. Ob das klappt, bleibt dahingestellt. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Muss sich was verändern, damit man sich verändert. Ja. Auf den Rentner wartet nun eine enorme Herausforderung. Denn die meisten Rückfälle treten innerhalb von 6 Monaten nach der Behandlung auf. Wird Rubesch es schaffen, jetzt allein auf sich gestellt? Das Shoppingcenter Hamburger Meile im Süden von Hamburg-Barmbek. Arbeitsplatz von Arthur Hensch.
Der Fielmann-Angestellte hat seine Depression fast überwunden. Heute will er über seine weitere berufliche Zukunft sprechen. Wie soll es weitergehen? Voll oder Teilzeit? Ist er überhaupt schon wieder so weit, einzusteigen? 9 Monate ist es jetzt her, dass er das Unternehmen um Freistellung gebeten hat. Es kamen sicherlich Gedanken auf, hätte ich mal eher auf die Signale gehört. Aber das gehört sicherlich auch dazu, zu sagen, du musst halt eben durch diese Zeit gehen, durch diese Schmerzen erleiden, um zu sagen, ich ändere jetzt etwas. Hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Dankeschön. Knapp 19 Jahre hat Hensch für Fielmann gearbeitet. Viele der Kollegen sind ihm ans Herz gewachsen. So, ich gehe mal durch, ne? Diese herzliche Begrüßung, das ist schon toll, dass ich hier willkommen bin, dass ich akzeptiert bin. Und mir hat man schon gesagt, es ist wie in alten Zeiten, also ja. Und ich merke auch so, dass ich hier so ein paar kleine Aufgaben übernehme, delegiere und so weiter. Also bin ich ganz raus. Mit seinem Niederlassungsleiter stand er auch während seiner Auszeit im Kontakt und ist sofort wieder im Thema. Wie geht's Ihnen? Auch sehr gut. Fein. Sind hier in der Niederlassung aufgestellt, passt. Klasse, super. Hat sich einiges getan, habe ich gehört. Oh ja, wir haben einiges umgeändert, das stimmt. Ja? Sowohl von den Mitarbeitern her hat sich auch ein bisschen was getan. Und ich bin ja auch erst ein paar Monate erst hier. Das alles einspielen. Merkt man leider. Neues Spielsystem. Bei der Wiedereingliederung muss man individuell schauen, wie kann man dann die Mitarbeiter unterstützen, wie sieht es mit seinen Arbeitszeiten aus, mit den Aufgabengebieten, was ist der Bedarf der Niederlassung direkt, wie kann man dort eine Lösung finden, es dem Mitarbeiter auch dort wieder zu ermöglichen, auch auf Vollzeit langsam Stück für Stück wieder seinen normalen Arbeitsalltag mit aufzunehmen. Wir machen große Teambesprechungen, in denen dann auch Herr Hensch direkt mit integriert ist. Wir ganz offen über Probleme reden und dann auch als Team direkt Lösungen finden, die Ihnen dann auch selber helfen. Damit Hensch eine Entscheidung treffen kann, verlängert Fielmann seine Beurlaubung noch einmal um 3 Monate. Diese Freiheit zu bekommen und auch eine Gewissheit, die Sicherheit zu haben, ich kann wieder zurückgehen, war ja auch ausschlaggebend, das machen zu dürfen oder machen zu können. In der Zwischenzeit hat sich dann auch in dieser Auszeit eine neue Perspektive ergeben und auch der Mut, etwas Neues zu wagen, aus dieser Sicherheitszone, aus dieser Komfortzone herauszukommen, um dann was Neues zu wagen. In seinem Alter beruflich noch einmal etwas ganz anderes wagen oder lieber zurück in den alten Trott. Einfach fällt die Entscheidung dem 55-Jährigen nicht. Babelsberg bei Potsdam. Henrik Rubisch ist wieder zu Hause. Noch fällt ihm das Alleinsein schwer, in der 2-Raum-Wohnung, die er mit seiner Mutter bis zu ihrem Tode teilte. Tapfer versucht er, das umzusetzen, was er in der Klinik gelernt hat. Nee, gerade Lebensmittel eingekauft. Man muss aufpassen, dass man nicht wieder in den alten Trott verfällt, ja. Man muss sich aufraffen, dass man was macht. Wenn man was macht, gefällt einem das und schmeckt nachher auch. Aber sich erst zu überwinden, dass man jetzt schnippeln, waschen und Töpfe abwaschen muss und so weiter, das blockiert einen manchmal. Muss ich noch einschreiben, den Reha-Sport, 15 Uhr. 45, einmal in der Woche. Die Lücken füllen dann praktisch noch ein paar kulturelle Maßnahmen aus. Schritt für Schritt kämpft sich der 72-Jährige zurück ins Leben. Man fühlt sich gleich anders, wenn man unter Menschen ist. Man sieht die Bewegung des Lebens, erfreut sich und das tut einem gut. Auch der Reha-Sport der letzten Wochen zeigt seine Wirkung. Durch die ganzen Jahre bin ich überhaupt nicht mehr durch den Bauch und alle überhaupt runtergekommen, hatte Schwierigkeiten, die Schnürsenkel zuzumachen. Ja, und heute komme ich schon mit gestreckten Beinen bis zur Erde runter.
Nach 10 Jahren erfüllt sich Henrik Rubesch endlich einen lang ersehnten Wunsch. Ein Spaziergang durch den Schlosspark Sanssouci. Hier hat er einst als Kind gespielt. Es gibt hier nur 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst langsam zugrunde oder ein, oder du veränderst was und versuchst, der Rest, der dir noch bleibt, ein bisschen mit Leben zu erfüllen und zu gestalten. Solange ich es noch kann, muss ich versuchen, meine Wünsche, meine Träume, meinen Traum noch zu realisieren. Dann bin ich innerlich zufrieden und glücklich. Sein großer Traum, noch einmal nach Paris reisen. Ein festes Dach über dem Kopf. Für Arthur Hensch ein ganz neues Lebensgefühl. Das Eremitendasein soll nun endgültig vorbei sein. In Bremen-Howisch hat er das Dachgeschoss im Haus seiner Freundin Susanne bezogen. Erstmal auf Probe. Viel gibt es nicht, was Hensch noch seinen Besitz nennt. Während der Auszeit hat er sich von so einigen getrennt. Nicht nur materiell. Diesen Minderwertigkeitskomplex, den habe ich die ganzen Jahre mitgeschleppt. Und jetzt, wo ich halt weiß, ich bin mir was wert, geht es mir damit wesentlich besser. Aber das war halt eben ein Reifeprozess, auch ein Erkennungsprozess, in diese Phase reinzukommen und zu sagen, ich weiß nicht unbedingt, wer ich bin, da fehlt sicherlich noch einiges, aber ich weiß, dass ich bin und wo ich das in mir finde. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, du brauchst deinen eigenen Bereich. Das Haus ist groß genug, dass man sich auch mal alleine lassen kann, das ist auch wichtig. Aber ich bin selber gespannt, weil ich das auch nicht mehr gewohnt bin. Auf der anderen Seite, wir haben es zwischendurch immer mal 1 Woche oder 2 Wochen oder so erprobt und sind immer wieder friedlich auseinandergegangen. Also ich glaube, dass das schon hinhaut. Außerdem kocht Arthur morgens den Kaffee, das ist sehr schön. Das Leben mit einem depressiven Menschen verlangt viel. Vor allem Toleranz. Wichtig ist es für die Partner, Frühwarnzeichen wie Stimmungsschwankungen und Grübelei zu erkennen und gemeinsam einen Krisenplan zu entwickeln. Das ist auch schon ein Mut von mir, zu sagen, mir geht's nicht gut. Und alles, was ich jetzt sage, ist halt eben auf eine gewisse Gereiztheit zurückzuführen. Mhm. Und es ist nicht persönlich zu nehmen. Und damit diese Gereiztheit nicht ist, ziehe ich mich jetzt mal zurück für eine Stunde. Das ist tatsächlich auch für mich nicht ganz so einfach, denn in dem Punkt bin ich wenig nachsichtig. Gereiztheit kann ich nicht gut ertragen. Deswegen ist für mich auch wichtig zu wissen, okay, jetzt kommt es gerade an einen Punkt, gleich kann Arthur nicht mehr. Und zu wissen, das liegt dann daran, wenn ich jetzt weitergehe oder nach dem Motto, komm, den nächsten Kilometer schaffen wir auch noch, dann verliert er gleich die Möglichkeit, sich selbst, ich sag mal, in der Spur zu halten. Und das wiederum zu lernen, es gibt diese Punkte, das ist wichtig. Arthur weiß auch, dass ich die Gereiztheit überhaupt nicht mag. Aber für mich ist es auch wichtig zu wissen, es gibt eben diese anderen Seiten. Und das finde ich auch so schön, das zu erleben. Wer leben will, muss am Leben teilnehmen. Das hat Henrik Rubesch in der Klinik gelernt. Und dass Depression jeden aus heiterem Himmel treffen kann. Dafür muss man sich nicht schämen, sondern lernen, mit der Krankheit zu leben. Der Arthur von damals ist noch da, aber er ist okay. Und wenn der sich meldet, ist das eigentlich so ein Warnzeichen für mich, zu sagen, ey, pass auf, sorg für dich. Dafür bin ich eigentlich diesem alten Arthur dankbar, dass ich das gelernt habe, Auswege zu finden aus bestimmten Situationen und immer unversehrter aus diesen Konflikten herauszugehen. 2 von 2 Millionen Männern in Deutschland, die an einer Depression erkrankt sind. Und die den Mut aufgebracht haben, sich begleiten zu lassen auf ihrem Weg aus der Krankheit. Dass es diesen Weg gibt und dass sie ihn gefunden haben, ist für sie eine wertvolle, vielleicht sogar eine lebensrettende Erfahrung.
Und zum Schluss wünsche ich euch, dass, egal wie dunkel der Weg auch sei, wie endlos der dunkle Tunnel auch erscheint, es möge euch immer ein Lichtlein, ein Flämmlein, ein Lichtlein der Hoffnung.